große Tour von Deutschland über Ungarn, Österreich, Rumänien, Bulgarien, die Türkei, Georgien, Aserbaidschan, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, wieder Kasachstan, Russland, die Mongolei an den Baikalsee und vom Baikalsee zurück nach Deutschland, bis ich dann wieder zu Hause bin. Zeit habe ich für die ganze Sache ungefähr 4 Monate. Ich weiß nicht, was mich unterwegs erwartet. Es geht einfach nur. Und jetzt Asphalt. Hoffentlich bleibt der noch lange erhalten. Ich will jetzt ins Warme, ich friere. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut, danke. Und ich hoffe, dass ich irgendwann in Kasachstan dann wieder aussteige und meine Reise hat, habe ich gedacht, jawohl, jetzt komme ich dann bald an Land und kann losfahren. Aber ich habe mich zu früh gefreut. Die komplette Zollprozedur inklusive Soldatin auf dem Schiff, die uns befragt hat, elektronisch die Pässe erfahren hat, dann runter vom Schiff, dann ins Custombüro, dann die Zolldeklaration ausfüllen, von einem Schalter zum nächsten, 1000 Mal die Papiere kopieren etc. Die ganze Prozedur hat über 7 Stunden gedauert. Und dann war ich gottfroh, als ich abends endlich ein Hotel gefunden habe und dort sein konnte und geschlafen habe. Eigentlich hatte ich vor, am nächsten Tag nur noch Aktau anzugucken. Aber ich bin reingefahren und habe gesehen, da gibt's nichts zu gucken. Das ist einfach nur eine Industriestadt ohne jeden Charme. Und ich war auch zu früh dran und es war aber auch schon so warm, dass ich nicht noch länger warten wollte. Also bin ich losgefahren Richtung Beyun. Die Strecke nach Beyun war teilweise perfekt neu asphaltiert. Traumhaft, Autobahnniveau, nur ohne jeden Verkehr und ohne jede Welle drin. Oder sie war als Straße fast nicht mehr zu erkennen. Oder sie war Baustelle. Die Hälfte der Strecke ist Baustelle. Und es kommt dann auch vor, dass man 20 Kilometer Umleitung über Schotterpiste, die nicht gewalzt oder sonst was ist, sondern die wirklich böse rumpelt, fährt. Da ist mir danach zum ersten Mal der Sprit ausgegangen. Ich hatte den ganzen Tag einen unglaublichen Gegenwind bei Temperaturen um 39 Grad. Da habe ich schon gedacht, wow, das ist böse. Der Gegenwind hat so an den Kräften der Gutze gezehrt, dass nach 280 Kilometern einfach Sense war. So schnell bin ich, glaube ich, noch nie gestanden. Ich sitze hier gerade in Beneyu im Hotelzimmer und mache das, was meine abendliche Routine ist. Nämlich meine kompletten Filme und das ganze Videomaterial etc. Zu sortieren, zu filmen, abzuspeichern, die Speicherkarten leer zu machen. Und dann habe ich gedacht, ich kann ja mal die Gelegenheit nutzen und einfach so ein bisschen was von dem Equipment vorstellen, was ich dabei habe. Fangen wir mit der Rechenmaschine an. Das ist ein 14 Zoll Laptop MSI GE40, den ich dabei habe. Der kann die Filme relativ schnell rechnen, ist verhältnismäßig leicht mit unter 2 Kilo und hat aber trotzdem auch noch einen Bildschirm, dass er groß genug ist, um Filme zu schneiden. Es ist natürlich ein Drum. In dieser roten Box sind die Ladegeräte drin, einmal 220 Volt, das gerade angeschlossen ist, und einmal 12 Volt. Die drei Sachen zusammen, da gehört nämlich noch die selbstgemachte Hülle aus 2 mm Aluminium dazu. Damit dem guten Stück auch nichts passiert, bringen schon gewaltig Gewicht auf die Waage. Speichern tue ich die ganzen Filme auf einer externen Festplatte. Das ist die hier, das ist zum Glück relativ klein und robust. Dann habe ich dabei GoPro Hero 3 Black Edition. Die macht die Filmchen, Helmkamera,
manchmal Lenker, aber meistens Helm. Dann habe ich eine Kamera für immer dabei, das ist eine Lumix FT5. Die habe ich mir kurz vor diesem Urlaub noch gekauft und ich weiß nicht, ob ich es bedauern oder ob ich mich freuen soll, dass ich sie habe. Das ist alles noch ein bisschen, naja, unklar. Größtes Manko bei dem Stück, die ist stoßfest, die ist wasserfest, die ist alles. Sie macht relativ gute Bilder, sie ist relativ lichtschwach, aber das macht hier eher nicht so viel aus. Größtes Problem, sie hat kein gutes Weitwinkelobjektiv. Das ist alles ziemlich... Dann habe ich noch dabei eine Lumix FZ200. Das ist eine Bridge-Kamera. Die hat eine sogenannte Super-Zoom-Kamera mit einer Brennweite von 25 bis 600 mm. Auch hier das Problem, das ist kein APS-C-Sensor, deswegen ist das umgerechnet. Die hat auch keinen ordentlichen Weitwinkel. Dafür hat sie einen super Telebereich. Macht relativ gute Bilder, ist auch mit einer durchgehenden Lichtstärke von f2,8, finde ich sehr gut. Abends, wenn es richtig dunkel ist, fängt sie natürlich böse an zu rauschen. Sie ist relativ kompakt für das, was sie kann. Ich hätte trotzdem lieber... im Nachhinein irgendwie Micro Four Thirds oder sonst was als System dabei. Aber ich habe die und das sind diese drei Kameras, mit denen gearbeitet wird. Dann liegt hier noch rum mein Navi, ein GPS 278C. Das Gerät ist in der Zwischenzeit, ich weiß es nicht, 10, 11 Jahre alt. Tut einwandfrei, hat immer noch den ersten Akku, der immer noch eine ewige Lebensdauer hat. Habe ich damals bei Touratech für sündhaft teures Geld entstanden. Und auch nach 10 Jahren noch das Gerät ist jeden Cent wert, das ich damals ausgegeben hat. Das werde ich von meinem TomTom wahrscheinlich in 10 Jahren nicht mehr behaupten. Aber das Ding kann was. Und ich habe Open Source Karten drauf. Das heißt, ich habe tatsächlich auch... nicht routingfähig, aber doch als Orientierungshilfe von allen Ländern, durch die ich durchkomme, Kartensätze, die sehr genau sind und die vor allem bei Ortsdurchfahrten und in Städten dann tatsächlich eine Orientierung ermöglichen und auch sorgen, dass man gut durchkommt. Ich bin gerade reingekommen, habe nochmal die abendliche Motorradwartung einmal rundherum alles angucken und so hinter mich gebracht und dann ist mir eingefallen, ich muss noch zwei Dinge berichten, zwei Dinge aus dem Bereich, was wir auf Reisen lernen können. Oder Genialität ist überall, der Osten ist uns weit voraus. Das erste, was ich euch vorstellen möchte, das ist eine Eigenart, die ist ab Georgien ungefähr, ja, Georgien ging das los, weit verbreitet ist. Und das sind die Lichtschalter. Normalerweise Lichtschalter bei uns, ja. Nur, ihr seht, hier ist nichts, Badetür, kein Lichtschalter. Denn der Lichtschalter ist hier unten. Wenn ich den Lichtschalter betätigen will, muss ich mich bücken. Jetzt habe ich mich lang gefragt, wo kommt das her, dass das so tief ist. Und dann ist mir die Genialität eingefallen, die dahinter steckt. Die ist nämlich wirklich eine Genialität. Eine Hauselfe. Weiblich oder männlich spielt keine Rolle, kommt voll bepackt an in einen Raum und hat beide Hände voll. Und jetzt will sie das Licht anmachen. Wir müssen dann hier irgendwie so Schulter, Oberarm etc. in der Türkei, in Georgien, in Aserbaidschan, in Kasachstan geht es ganz einfach mit dem Knie. Eigentlich relativ gut. Das zweite, was ich euch vorstellen möchte, das zweite aus der Reihe Genialität kennt keine Grenzen, das ist das hier. Und zwar ist dies eine Klopapierrolle. Sieht völlig anders aus. Kompakt, klein, handlich. Aber was ich am eindeutig spannendsten finde, wenn man die nimmt und aufrollt, dann hat die eine hohe Elastizität und sie ist nicht perforiert. Das heißt, wenn man sich nicht komplett dämlich einstellt, so wie ich jetzt, dann ist es möglich,
sich mit diesem Klopapier noch einen Druckverband anzulegen. Mullbinde und Toilettenpapier in einem. Ist das nicht genial? Und es fallen für alle Eltern die unsäglichen Fragen: Kann ich noch eine Klopapierrolle haben zum Basteln? Weg, weil hier gibt's gar keine Klopapierrolle. Ihr seht, man kann viel lernen im Ausland. Guten Abend. Am nächsten Tag ging es dann von Beiyun weiter Richtung Nukus. Die Strecke von Beiyun bis zur usbekischen Grenze war das Schlimmste, was ich bisher überhaupt gefahren bin. Das ist die Hauptverbindungsstraße von Kasachstan nach Usbekistan. Ich bin um 8 Uhr losgefahren bei 30 Grad, aber heute ist es nicht ganz so windig, wenigstens was. Da hat jeglicher Anspruch an Straße stellenweise gefehlt. Das wird offensichtlich nicht gebaut und nicht gepflegt. Die Kasachen hegen kein gutes Verhältnis zu den Usbeken, wie mir scheint, und umgekehrt auch nicht. Auf jeden Fall gab es da keine Straße mehr. Das war eine wahnsinnige Rumpelpiste, zum Teil mit Betonplatten, noch alten. Die haben aber beim Bau von den Betonplatten Baustahlmatten im Boden verbaut, und da der Beton sich oben drüber schon komplett aufgelöst hat, gucken die raus und da stehen zum Teil wild die Drähte hoch. Ich habe mir die ganze Zeit Sorgen um meine Reifen gemacht, aber zum Glück ist nichts passiert. Das Grenzprozedere nach Usbekistan war kürzer, aber es war in keiner Weise angenehmer als das, was ich vorher hatte. Im Gegenteil, es ging damit los, dass das Motorrad umgefallen ist, die ist voll auf die Seite geknallt. Dann haben die Zöllner beim Befingern von allem und jedem bei diesem stundenlangen Prozedere, auch da muss man 1000 Formulare ausfüllen und von einem Schalter zum anderen, haben die Zündung angemacht und haben sie dann einfach brennen lassen. Und als ich wieder zurückkam, war die Batterie platt, das heißt, ich musste die dann fremdstarten. Und die Bürokratie ist kaum besser, aber die Leute sind unangenehmer. Also usbekische Zöllner sind deutlich unangenehmer als die Kasachen. Ich stehe mitten in der usbekischen Wüste, mittendrin. Ich bin jetzt fast 400 Kilometer heute gefahren. Und wenn ich es nicht besser wüsste, und wenn ich nicht diese bescheuerte Zollkontrolle hinter mich gebracht hätte, dann würde ich ja sagen, ich bin noch genau da, wo ich am Anfang war. Es hat sich nichts verändert, gar nichts. Die Farbe ist, glaube ich, ein bisschen heller, die ist weißer als vorher. Das war eher rötlich, aber sonst Wahnsinn, das sieht aus, wie wenn der göttliche Bauunternehmer hier vorgehabt hätte, den größten Industriepark der Welt zu bauen und schon mal alles vorbereitet hat. Und dann hat sich sein Investmentbanker vertan und dann war es halt leider ein Pleiteunternehmen. Und jetzt ist das brachliegende Bauland da. Unglaublich. Jesus war 40 Tage in der Wüste. Ganz ehrlich, mir reichen die zwei. Das ist so ätzend, kerzengerade auszufahren, ohne einmal den Lenker zu bewegen. Einzige Abwechslung sind schlechte Straßen und Schlaglöcher. Das macht auf Dauer keinen Spaß. Ich fahre weiter. Usbekistan. Gestern bin ich 570 Kilometer gefahren insgesamt. Ich bin jetzt in Nukus, der ersten größeren Stadt hinter der kasachischen Grenze. Die Strecke war mehr als nur bescheiden, zumindest am Anfang. Die Strecke in Kasachstan war keine Straße, das war unglaublich. Dann kam nochmal ein relativ beschwerliches Stück in Usbekistan, wobei ich sagen muss, wenn die Straßen hier gut sind, dann sind sie gut, und wenn sie schlecht sind, dann sind sie richtig schlecht. Richtig schlecht bedeutet, das sind dann einfach richtig große, scharfkantige Löcher in der Straße. Bei manchen davon hatte ich wirklich Angst, mit dem Vorderrad reinzufallen, weil ich dachte, dann überschlage ich mich. Jetzt bin ich in einem Hotel, das kostet 30 Dollar die Nacht. Ist nur teilansprechend. Guten Morgen, Uwe. Aufstehen. Guten Morgen, Uwe. Aufstehen. Husch, husch, aus den Federn. Geh ins Bad. Der Tag wird schön. Draußen lacht die Sonne. Nein.
Aufstehen, Uwe. Husch, husch, ins Badezimmer. Ah ja, schön rot. Das größte Problem im Moment, ich komme nicht an Geld. Ich war bei der Millibank, das ist extra für Touristen. Und da gibt es keinen Bankautomaten, der hat mich jetzt zur nächsten Bank geschickt. Jetzt setze ich mich aufs Moped und klapper mal die Stadt ab, in der Hoffnung, irgendwann mal Geld zu bekommen. Interessant auch, die Rechnung hier kostet 180.000 Sum, das ist die Währung hier. Und der größte Schein sind 5.000 Sum. Ich habe jetzt mal vor, so 300.000 bis 400.000 Summen zu holen und habe dann wahrscheinlich einen richtig fetten Packen Geld in der Hand, der aber leider fast nichts wert ist. Okay. Wir haben 10 Uhr. Draußen über 30 Grad in der Zwischenzeit. Die Sonne knallt ohne Ende und mein Geld ist gewechselt. Nee, geholt. Ich hatte ja gar keins zum Wechseln. Also, ich war jetzt auf der Bank, eine größere Aktion. Es braucht den Reisepass, eine Kopie des Reisepasses, die Visa-Karte, den PIN-Code und einen Bankbeamten, der auf 6 verschiedenen Blättern 12 Unterschriften fordert. Diese dann weitergibt an eine zweite Bankbeamtin, die auf jedem Blatt nochmal unterschreibt. Dann wird man geleitet zu einem Bankschalter, durch den so ein Mini-Schlitz, wo gerade meine Hand durchgeht, drin ist. Das ist hier überall so. Im Idealfall noch mit die obere Scheibe dann Sichtschutz, dass man nur durch diesen Mini-Schlitz in Bauchnabelhöhe schauen kann. Und die Dame gibt einem dann das Geld. Ich habe Dollar genommen, weil Summe war zu viel. Und dieser große Packen Geld, dieser hier, dies entspricht 20 Dollar, die habe ich mir jetzt gerade unten an der Rezeption vom Hotel wechseln lassen. Einfach nur, damit ich an der Tankstelle mein Benzin bezahlen kann, weil die nehmen grundsätzlich keine Karten und haben Probleme mit Dollar. So, jetzt bin ich um 400 Dollar reicher, 60 hatte ich noch in der Tasche. Wenn das Preisgefüge so bleibt, komme ich damit komplett durch Usbekistan und Tadschikistan muss ich dann gucken, was mich erwartet. Okay, weiter geht's. Usbekisches Frühstück. Die Fahrt nach Bukhara war dann auch noch gleichzeitig die Fahrt der Begegnungen. Gleich beim Losfahren im Hotel habe ich im gleichen Hotel getroffen eine Spanierin. Die sind als Pärchen unterwegs. Der Fahrer der Transalp hat aber noch geschlafen, den habe ich gar nicht gesehen. Unterwegs hatte ich dann zwei Begegnungen. Einmal den Marco vom Bodensee und einmal den Roland Wecker. Das war jedes Mal sehr nett. Also, gute Reise! Gut was gegessen. Der 19. Juni 2015. Es ist morgens um 10 Uhr. Wir haben im Moment hier in Bukhara, da bin ich nämlich gerade, Bukhara in Usbekistan, eine der großen alten Städte der historischen Seidenstraße. Und da haben wir jetzt um 10 Uhr morgens so noch geschätzte 35 Grad, relativ mild. Aber man merkt, dass es jetzt deutlich zunimmt an Temperatur. Allzu lang werde ich nicht mehr durch diese Stadt laufen, dann werde ich mich ins Hotelzimmer zurückziehen und dann heute Abend erst wieder rauskommen, eine lange Siesta machen. Eine wunderschöne Stadt mit unglaublich freundlichen Menschen, die sich freuen, dass man als Gast das Land besucht und die Städte besichtigt. Wunderschöne Architektur, ganz tolle Lehmziegelbauten. Lässt so ein bisschen erahnen, wie das früher in historischen Zeiten hier so war. Und es wird gebaut ohne Ende. Man sieht noch ganz viel unrenovierte Substanz, aber man sieht auch ganz viele neu gebaute, prächtig verzierte, mit unheimlich schöner Ornamentik versehene Bauten. Wunderbar. Man kommt sich ein bisschen vor wie in 1001 Nacht. Fällt bloß noch, dass Scheherazade vorbeikommt und anfängt, Geschichten zu erzählen. Hätte ich jetzt auch nichts dagegen.
Heute habe ich alles richtig gemacht. Ich bin heute Morgen um 5 aufgestanden und bin von Pokhara los und bin jetzt in Samarkand. Da war ich gerade Stadtbesichtigung. Ich bin erst um 7 los, weil es dann kühler war, bei 35 Grad. Jetzt habe ich gerade gegessen, gehe wieder zum Hotel. Das Einzige, was mir noch nicht klar ist, ist, ob ich morgen schon fahre oder übermorgen. Samarkand an der Seitenstraße und ich mittendrin. Ich sitze gerade in meinem Hotelzimmer, wohl temperiert. Draußen beginnt die Temperatur zu steigen. Wobei Samarkand deutlich angenehmer ist als das, was ich von Usbekistan vorher erlebt habe. Es ist deutlich milder hier. Die Temperaturen waren gestern auch nicht an die 40 Grad. Ich denke 38, 39, 40 wird es nicht gehabt haben. Und ich hatte stellenweise 42, 43 Grad während der Fahrt in der Wüste. Es war unglaublich. 43 Grad fühlt sich auf dem Motorrad an, wie wenn man vor einem riesengroßen Föhn steht, der aber den ganzen Körper bedeckt. Es ist so heiß, dass es angenehmer und kühler ist, das Visier geschlossen zu lassen. Immer wenn man denkt, man will Luft und macht das Visier auf und die heiße Luft knallt einem ins Gesicht, dann ist das ein richtiger Schock. Dann macht man sofort wieder zu und fährt in der prallen Sonne lieber mit komplett geschlossenem Visier. Die Getränke, die ich mit an Bord habe, weil man braucht ja Wasser und da braucht man viel, die erreichen innerhalb kürzester Zeit die Umgebungstemperatur. Die sind natürlich bei mir auch noch in den schwarzen Sattelflaschen, das macht es nicht einfacher. Und die sind in kürzester Zeit so heiß, dass sie sogar zum Händewaschen unangenehm werden. Also es fühlt sich einfach nicht mehr gut an, nicht mal wenn man nur die Hände abwäscht. Es ist wirklich heftig und hier ist es deutlich, deutlich angenehmer. Was mein Aufenthalt gerade ein wenig beeinträchtigt ist, dass ich in Bukhara einen Salat gegessen habe. Der stand wohl schon zu lange auf dem Tisch.
Deswegen mache ich gerade langsam und bleibe heute hier. Ich habe gestern Abend hier noch einen kleinen Ausflug gemacht und habe mir die Stadt angeguckt. Samarkand jetzt nicht diesen Seidenstraßen-Flair ausstrahlt, wie zum Beispiel Buchara. Morgen geht's weiter Richtung Dushanbe. Werde ich mal wieder das Land wechseln und werde versuchen, nach Tadschikistan reinzukommen. Auf das Grenzprozedere bin ich mal gespannt. Die sind sicher nicht so arg grün und es war bisher schon wenig freundlich. Und ich habe gerade noch die wichtige, für mich eine große Sorge gelöst. Denn hier in Usbekistan gibt es ein Benzinproblem. Die Abstände zwischen den Tankstellen sind immens groß, also richtig groß. Unter 350 Kilometer Reichweite würde ich mich hier nicht hertrauen. Ich bin mit 350 Kilometer genau an der Untergrenze und habe einmal meinen Reservekanister schon nachtanken müssen und zweimal auf dem letzten Tropfen gerade noch in die erste erreichbare Tankstelle gebrummt. Wenn da irgendwas dazwischen kommt, wenn das Motorrad umfällt, wenn ein paar Liter Sprit auslaufen, wenn starker Gegenwind herrscht und der Verbrauch einfach höher geht, das hatte ich in Kasachstan, da bin ich nur 280 Kilometer weit gekommen mit Reservekanister, weil der Gegenwind so extrem war, dann steht man mitten in der Wüste ohne Schatten. Das ist kein Spaß. Und das zweite Problem, es gibt hier nur 91 Oktan Sprit oder 80 Oktan Sprit. Es gibt kein 95er oder nur für Touristen an ganz speziell ausgewählten Tankstellen. Ich habe auf jeden Fall hier noch keins gefunden. Und das 80er, damit macht es die Guzin immer gut. Die klingelt wie verrückt. Der 91er geht gerade noch. 98 fängt sie an wild zu klingeln. In allen Berichten ist berichtet, dass auf dem Pamir die Klingelsuppe noch richtig böse werden kann und eine stellenweise vielleicht dann noch einen 70er gibt. Damit wäre die Guzin absolut nicht mehr fahrtüchtig. Können Sie nicht mehr, das Klingeln wird den Motor zerstören. Deswegen habe ich mir Oktanbooster besorgt. Zwei verschiedene, weil es nicht mehr so viel gab. Und das Ganze in vier Flaschen. Eine Flasche ist für 75 Liter. Ich hoffe, dass wir durch die Mongolei reichen, weil in Kasachstan und in Russland, da gibt es hervorragenden Sprit, da ist das überhaupt kein Problem.